In einer langen, dreiteiligen Videobotschaft kritisiert Kampf der Reality-Stars-Teilnehmer Chris Breu auf Instagram aktuell seine Ex-Verlobte Eva Benetatou. Unter anderem wirft er ihr vor, ihm den gemeinsamen Sohn vorzuenthalten, was sie bestreitet. Außerdem ist er überzeugt, dass Benetatous Äußerungen über ihn und Berlin, Tag und Nacht Darstellerin Jennifer Reilly dazu geführt hätten, dass diese aktuell Morddrohungen bekommt. Fest steht, nachdem Breu von den Reality Stars Dreharbeiten in Thailand zurückgekehrt war, scheiterte die Beziehung endgültig. In ihrem Statement behauptet Benetatou, dass Breu in Thailand sehr offensichtlich Gefühle für Reilly entwickelt habe. Diese wolle sie ihm nicht vorwerfen, umso mehr aber sein Fehlverhalten ihr und dem gemeinsamen Kind gegenüber. Während der Dreharbeiten habe Breu sie und ihren damals ungeborenen Sohn völlig vergessen. Als besonders schlimm empfindet sie, dass Breu Reilly bei seinem Ausscheiden zurief, sie solle, für uns beide gewinnen. Nach seiner Rückkehr, so Benetatou weiter, habe sich Chris extrem distanziert. Er hing die ganze Zeit am Handy und versuchte, Jennifer über die Produktion Nachrichten zukommen zu lassen. In Folge 7 ist Reilly mit einem Armband zu sehen, das ein Auge zeigt. Das wachende Auge haben Chris und ich von meiner Tante bekommen, damit es uns beschützt, so Benetatou. Außerdem lief er ihr immer wie ein Hund hinterher, kommentiert sie die Bilder aus dem RTL-ZWEI-Format. Ein Mann, der sagt, es sei ihm lieber in der Show ohne mich zu sein, der froh darüber ist, dass er sich dort öffnen kann, sein Herz zeigen kann, statt sich auf seine Familie zu freuen, kritisiert sie weiter. Er habe sie nie richtig geliebt, sondern nur gnadenlos ausgenutzt. Laut Benetatou ist Breu insolvent. Dank mir hatte er ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen auf dem Tisch. In ihrem Video-Statement wirft Benetatou Reilly Höflichkeitsverhalten, Hurenverhalten vor. Sie hätte die Reißleine ziehen müssen, als sie merkte, dass Chris mehr als nur freundschaftliche Gefühle entwickelt. Stattdessen habe sie ihm eine Kette geschenkt, die Chris bei seiner Ankunft in Deutschland trug. Wie kann man eine dahergelaufene so wichtig nehmen, und wichtiger als sein Kind, fragt sie an einer anderen Stelle. Sie sei ohnehin dagegen gewesen, dass er sie während ihrer Schwangerschaft alleine lässt, um das Format zu drehen.